Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Und vor zwei Wochen habe ich ein Giveaway, eine Verlosung, ein Gewinnspiel, wie auch immer ihr das nennen möchtet, gestartet, da ich dankenswerterweise von Neverwinter, aka Cryptic, Codes bekommen habe für den Regenbogen-Sternenpanther als Reittier, als Begleiter und einmal Bueno Battlehammer. Und ihr solltet mir dafür Regenbögen schicken. Eure Interpretation von Regenbögen in Neverwinter auf dem PC. Und ich habe tolle Einsendungen bekommen, die ich jetzt erst einmal zusammen mit euch mir anschauen möchte. Und danach werden wir dann die Reittiere, Gefährten und Begleiter zulosen. Gleich vorweg kann ich auf jeden Fall jeden schon einmal vielleicht ein bisschen erfreuen, da ich habe ja 11 Codes sozusagen, also 5-mal das Reittier, 5-mal den Begleiter und einmal den Gefährten. Und wir haben 10 Einsendungen. Das bedeutet für die Leute, die rechnen können, dass jeder ein Regenbogen-Sternpanther bekommt, entweder als Reittier oder als Begleiter, und eine Person kriegt dann zusätzlich noch den Gefährten. Und dann gucken wir uns mal die Bilder an. Ich gehe alphabetisch durch, so wie ich sie mir gespeichert habe. Wir fangen an mit der Einsendung von Firunia in Treibeismeer mit dem Nordlicht oben, was ja schon selbst sehr regenbogenfarbig ist, mit dem grün, blau, lila, hinten der Sonnenuntergang mit ein bisschen rot, orange und gelb, und auch in ihrem Outfit sind die Regenbogenfarben zu sehen. Das sieht man auf dem Bild, was sie noch geschickt hatte, nochmal ein bisschen besser. Da ist das Licht ein bisschen klarer. Von rot der Helm, gelb die, ja, weiß nicht, die Kapuze im Top, dann grün und hellgrün, was dann untergeht in der Hose und in den Beinen zu blau und lila. Sehr, sehr bunt und sehr schön. Vor allen Dingen wirklich in dem einen Bild zwei Regen, vielleicht sogar drei, wenn man den Phönix mit dazu nimmt. Der ja auch, wenn man da mal genau hinguckt, der ist ja unten lila, oben orange, rot. Da ist auch so ein kleiner Regenbogen drin. Drei Regenbögen in einem Bild, meine Güte. Die nächste Einsendung kam von Kim. Drei Bilder, die an verschiedenen Orten gemacht wurden. Einmal ist das Sommerfest, der Sommerfestgebiet, wo ja auch schon der Himmel auch schon durch diesen Sonnenuntergang sehr regenbogig ist und dann mit den Bäumen schön mit den grünen Bäumen in einen Regenbogen übergeht. Und auch im Kostüm und in der Waffe sind ebenfalls alle Farben des Regenbogens vertreten. Das sieht man auch auf den anderen Bildern. Ich glaube, das ist in Protectors Enclave, oben in der Taverne, glaube ich, wo auch dann jetzt gerade während des Sommerevents ein sehr schöner Regenbogen zu sehen war. Ich glaube, das ist da oben. Es könnte aber auch hinter der Festung sein in Protectors Enclave. Ja, und in der Waffe gelb, orange, rot. Sehr schön in diesem Kleriker, in dieser Klerikerwaffe zu sehen. Die Flügel in grün und blau und das Outfit dann in Rottönen, in Pinktönen. Auch sehr schöne zwei Regenbögen. Beziehungsweise drei, wenn man wieder den Phönix mitnimmt. Das ist ein sehr passender Gefährte für diese Aufgabe. Als nächstes kommen wir zu Kirito, der ebenfalls in der Karte des Sommerfestes seinen Screenshot gemacht hat. Ich glaube, es gibt halt bestimmte Karten, die sind dafür wirklich sehr, sehr prädestiniert. Gerade wegen dem Sonnenuntergang und den Bäumen, den Grünen. Das bietet sich einfach an. Das war mir auch ein bisschen klar. Aber es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Orte hier. Hier sieht man zum Beispiel die Bühne mit den Tänzern, wo man dann auch die Töne des Barden ebenfalls in allen Farben des Regenbogens sieht. Das Symbol des Liedes in grün, außen orange und dann nach innen lila bis zu hellblau. Auch sehr, sehr schön regenbogenfarbig. Also auch zwei Regenbögen in einem. Und ganz in der Mitte, weiß nicht, ist das bei dem Lied normal, dass denn auch der Charakter in dunkelblau leuchtet? Oder hast du da irgendwie einen Effekt verwendet von einer Rüstungsverzauberung oder sowas? Also es passt halt wirklich perfekt rein, richtig, in diesem Regenbogenverlauf. Lahin hingegen hat eine Collage aus mehreren Orten und Rüstungen gemacht.
Wir fangen links an beim Baum der Elemente, der ja selbst schon ein bisschen lila ist. Das ist auch interessant. In dem Bild sind so irgendwie zwei Regenbögen, die sich gegenseitig entwickeln. Wir haben den Baum der Elemente in lila und blau mit einer Rüstung in rot, die davor steht, in tiefrot. Als nächstes dann der Teich oder der Brunnen oben in der Halle der Gerechtigkeit, der selbst in einem lila-Rotton ist, die Rüstung in einem etwas orangenerem Ton. Dann ein gelb-grünlicher Rüstungszwerg auf einem Pegasus, das arme Pferdchen. Und im Hintergrund der Baum, in die Blätter, die in rot gehalten sind. Als nächstes dann ein grün gerüsteter Zwerg auf der Karte von Neverwinter in der Halle der Abenteurer, die ebenfalls selbst ein etwas helleres Grün hat. Dann Lahin in einer blauen Rüstung bei Sybille, oben in der Halle oder neben der Halle der Gerechtigkeit. Als vorletztes Bild dann eine Mischung irgendwo so ein bisschen zwischen Blau und Lila, auch in der Blume gefasst, die ist in, nicht Worthy Valley, wie heißt es, in Eben Downs ist das, glaube ich. Das ist in Eben Downs. Da muss man diese Blumen sammeln, um mit dem Geist zu reden. Und das Bild selbst ist in einem, ja, auch in einem Grün gehalten. Und als letztes ein kochender Zwerg, ich weiß nicht, ob ich das essen wollen würde, in Lila mit einer roten Rüstung in der Gildenfestung, die dann auch mit dem Teppich nochmal in sehr schönem Orange leuchtet. Also da sieht man sehr, sehr schön die Farben, die sich in der Rüstung entwickeln und die Farben, die sich im Hintergrund entwickeln. Ebenfalls eine Collage hat Mörchen gemacht mit verschiedenen Orten, die in allen Farben des Regenbogens leuchten, in denen auch die Rüstung dann gehalten ist und auch die Gefährten immer passend dazu. Und er hat geschrieben, dass er die Bilder noch ein bisschen aufgehellt hat, denn einige Orte sind ziemlich dunkel, das verstehe ich. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich alle Orte, ich weiß aber, dass ich nicht alle Orte zuordnen kann. Also das erste ist, glaube ich, im Zwergen, in dieser Zwergenstadt in Elemental Evil. Ich weiß aber gar nicht, wie dieses Gebiet heißt. Aber das ist natürlich sehr, sehr dunkelrot mit dem unter der Erde, Feuer, Lava, die ganzen Schmieden, die da sind. Die Rüstung ebenfalls in dunkelrot und dann die Echse und der Höllenhund, ebenfalls schwarz, dunkelrot, ein bisschen lila. In den Stacheln der Echse. Im zweiten Bild, das ist Valenhas, wenn ich das richtig sehe, vor dieser oder in dieser Kuppel, in dieser Schutzkuppel, in orange, rötlich, ebenfalls die Rüstung und der, wie hieß denn dieser Dämon, den man da beschwören musste in der infernalen Zitadelle, den alle nehmen, ich habe vergessen, wie er heißt, Namen sind Schall und Rauch, aber der in orange. Als drittes Bild, das ist in Port Nyanzaru auf Schuld, in Gelb, ein bisschen Grün im Hintergrund und auch die Rüstung komplett in Gelb, ein kleines Küken in Gelb und der Energon, hat der überhaupt eine Farbe? Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, ich will sowieso eigentlich gar nicht wissen, was der Energon ist. Also es ist ja eigentlich ein schwarzes Loch, aus dem Tentakel rauskommen. Mehr ist das ja eigentlich nicht. Als viertes Bild, ich glaube, das ist auch in Schuld, aber dann im Soschenstar oder in Omu, ich glaube aber, das ist im Soschenstar, in Grün, dem Dschungelgrün, auch die Rüstung in Grün und ein Rehkitz, was ein bisschen grünlich leuchtet. Das fünfte Bild, das ist im Iceberger Peak, oben bei der großen Axt, die diese Brücke baut. Natürlich kalt und hellblau, weil alles aus Eis und Schnee gestaltet ist, die Rüstung in Blau und das ist, glaube ich, der Paladingeist der Helmiten. Irgendein Geist, aber die sind ja auch immer bläulich. Als, ja, das sechste Bild, ich würde sagen, dass das unten im Abgrund ist, wenn man ziemlich weit, so fast am Ende des, oder ganz, ganz unten, in der untersten Ebene im Abgrund, mit den schwebenden Steinen oben, das ist ja auch alles sehr, sehr dunkel gehalten, sehr blau, und das ist ein Betrachtertank, ich glaube, der Begleiter. Betrachtertank, den man unten rechts in der Ecke sieht. Und als letztes Bild, ja, da bin ich ein bisschen überfragt, dieses Lila. Ich könnte mir vorstellen, das sieht ein bisschen aus wie ein Baum mit den Pilzen und dem Bewuchs. Das könnte der Baum der Elemente in Protector's Enclave sein. Der ist ja, wie wir das bei Lahin gesehen haben, sehr, sehr lila gehalten. Einfach mal sehr, sehr schön eingefangen, sowohl in dem Hintergrund wie in den Rüstungen und in den Begleitern. Sehr, sehr schön.
Und hier im Bild von Mr. Vapor sieht man nämlich auch dann diesen Baum der Elemente in Protectors Enclave. Und da ist er ist ja sehr lila, sehr dunkel gehalten. Und ich finde, dass man hier allerdings diese Perspektive ist sehr cool, weil man hat in der Mitte dieses Lila von ihm, was strahlt, und dann nach außen gehend durch dieses Event Sommerfest, was diesen Himmel in sommerlichem Sonnenuntergang taucht, sind die Blätter des Baumes von innen nach außen immer orangener werdend zum Himmel, der dann auch diesen Sonnenuntergang hat. Und er selbst ist gekleidet in Schmetterlingen, die auch in bunten Regenbogenfarben leuchten. Also da auch im Hintergrund und in seinem Kostüm zwei Regenbögen. Sehr, sehr schön. Also sehr schöne... Ich weiß nicht, ob das gewollt war, dass du diesen Baum genau so, dass man diesen Verlauf in den Blättern sieht. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Phönixfeuer hat das Treibeismeer wieder gewählt mit dem Nordlicht dann im Hintergrund. Ein Garant für einen Regenbogen, wie ich ja schon gesagt hatte. Ich liebe Nordlichter und ich liebe auch das Treibeismeer einfach wegen den Nordlichtern, wegen der Musik und weil es hier ist auch wirklich mit dem Meer, was dann wieder entsprechend die Farben des die Farben im Nordlicht, grün, blau, rot in dem Sonnenuntergang runtergehen zum Blau im Meer, wie bei Fironia. Und dann auch im Outfit und im Reittier sieht man auch einen weiteren Regenbogen. Auch da hat Phönix ein eigenes Bild zugeschickt, dass man das Outfit nochmal ein bisschen besser sieht. Auch oben der Helm in Rot, dann über die Rüstung ein bisschen Orange zu Gelb in dem Gürtel und dann in der Hose Blau und den Stiefeln in Lila. Ein sehr schöner Farbverlauf. Grün in der Mitte durch den Gürtel. Es ist krass, wie umfangreich man die Ausrüstung eigentlich färben kann, finde ich. Das ist jedes Mal, wenn ich wieder ein neues Reittier auswähle, welches mich dann ein paar Wochen lang begleitet, bin ich ja auch mal wieder, okay, jetzt musst du dein Outfit daran anpassen, dann sehe ich jedes Mal wieder, wie umfangreich und teilweise auch kompliziert dieses Einfärben ist, weil jedes Rüstungsstück hat durch das Material eine unterschiedliche Nuance der Farbe, sodass man da auch wenn der Farbton immer der gleiche ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme immer das gleiche Gelb, ist durch die Auswahl des Materials in der Rüstung das Gelb immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht gewesen, hier die Rüstung so zu wählen, dass die Farben sich auch dann des Regenbogens anordnen. Manchmal sind ja sekundär, primär und die Accessoires nicht von oben nach unten geordnet oder so, dass man das wirklich schön als Fluss hat. Und dann sind die Farbqualitäten ja immer wieder unterschiedlich. Aber sieht man sehr, sehr schön eingefangen. Auch Purple Panic hat eine Collage gemacht von vier verschiedenen Orten, die selbst die Farben enthalten und auch hier das Outfit hat auch dann nochmal die Farben jeweils gespiegelt. Das geht hier nicht von links nach rechts, sondern im Kreis würde ich mal sagen. Ich fange einfach mal oben links an im Sommerfestgebiet mit dem Himmel und den Bäumen grün das Outfit. Ich glaube, das Outfit ist eins dieser Sommerfest-Outfits, in dem man auch dann, ich meine, es ist nicht viel, es ist nur eine Hose und der Stirnreif, aber da drinnen sind auch schon viele Farben. Wenn man schaut, dass in Grün und Gelb und Rot in der Hose sind, dass sich dann mit dem Himmel entsprechend auch wirklich schön einordnet. Das heißt, man hat einen Regenbogen, der von oben in die Mitte zu den Bäumen geht und dann wieder über die Hose zurück in den lila Ton des Bodens reingeht. Dann unten links Lava. Ich hätte gesagt, also wenn ich Lava sehe, bin ich eigentlich zuerst in Mount Hotono gewesen. Aber den gibt es ja nicht mehr. Das heißt, dieses Gebiet kann es eigentlich nicht sein. Das andere, wo mir noch Lava einfällt, wäre entweder in der Quest von Jim Darkmagic, wo man das Tiefenkrallen-Ei einsammeln muss. Das ist ja im Mount Hotono. Oder ich glaube, dass man auch im Unterberg, ich glaube, da gab es auch Lava. Weiß nicht, welcher Ort ist das? Vielleicht kannst du es ja mal noch in die Kommentare schreiben, ob ich den richtigen Ort geraten habe. Aber auf jeden Fall, na klar, Lava entsprechend rot, orange, die klar vorherrschenden Farben in solchen Gebieten. Und diese sind auch wieder in der Rüstung zu sehen, gelb, rot, orange. Dann geht es nach rechts unten. Das sieht mir aus wie das neue Gebiet Charanda, und zwar in den Ruinen von der Feste Malaborg, oder? Das ist doch hier oben rechts, das ist doch die Ruine, wo man früher diesen Mini-Dungeon hatte, vom dem mondlosen Ritter. Das ist
in den verschiedenen Grüntönen der Natur, der Blätter und des der Wälder gehalten und auch die Rüstung in unterschiedlichen Grüntönen und ein bisschen blau gefärbt, was sich dann nach oben in Icebreaker Peak, ich glaube, das ist Icebreaker Peak, noch viel mehr wiederfindet in dem Eis und Schnee blau und weiß und auch in der Rüstung mit den Schmetterlingen, die auch blau leuchten. Sehr schön, also auch hier wieder die Rüstung und die Umgebung, eine sehr schöne Zusammenstellung der Farben. Und dann hat Purple Panic auch noch auf der Sommer-Event-Karte dieses Set an diesen beiden Bildern geschickt, wo man im Hintergrund wieder sehr schön die Entwicklung des Regenbogens im Himmel zu den Bäumen sieht. Und dann, glaube ich, vorne, ist das die Verwandlung zum Reittier des des Schmetterlingsschwarms, in dem dieser Regenbogen, das sieht man vor allem im zweiten Bild sehr gut, da ist wirklich durch diesen ganzen Schmetterlingsschwarm zieht sich die Farbe des Regenbogens hinten blau, grün, gelb, orange, rot, lila bis nach vorne zu einem wieder dunkelblau und auch in dieser Lichtsäule sind auch wieder diese Farben zu sehen. Das sieht man im ersten Bild sehr schön. Und die Rüstung selbst übernimmt dann die fehlenden Farben in dieser Lichtsäule mit einem Rot und Orange. Ist das das Reittier, dieser Schmetterlingsschwarm? Den hast du im richtigen Moment auf jeden Fall abgedrückt. Auch Sebastian hat ein Set aus Bildern geschickt, die in der Sommerfest-Event-Karte gemacht wurden. Hier sieht man auch wieder gerade in den hinteren Bildern, sieht man sehr, sehr schön wieder den Himmel, der von dunkellila bis zum Grün der Bäume übergeht. Und im Barden, in den Musikstücken des Barden, zeichnen sich dann auch wieder die verschiedenen Farben des Regenbogens ab. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass im letzten Bild der Gegner getroffen wurde, glaube ich, von einem der Lieder, der dann auch nochmal irgendwie so einen Regenbogeneffekt um sich hat, die, glaube ich, zeigen sollen, dass der Angriff getroffen hat. Ich weiß nicht, was das für ein Angriff ist. Auf jeden Fall sieht man hier so einen Ring um ihn herum, in dem auch nochmal alle möglichen Farben zu sehen sind. Von grün, gelb, lila, rot. Also da dann sozusagen drei Regenbögen auf einmal. Der Hintergrund mit dem Himmel, die Notendarstellungen des Bardengesangs und der Effekt um den Gegner herum. Sehr schönen Moment hast du da getroffen am Ende, Sebastian. Und Tito hat sich dann besonders viel Mühe für das Bild gegeben. Ihm waren die ganzen Regenbögen in der Sommerfest-Event-Karte nicht genug. Man sieht wieder hinten den Himmel, der von lila über rot zu den Bäumen grün überzieht. Seine Rüstung und seine Gesangsnoten machen dann ebenfalls einen neuen Regenbogen aus. Man sieht in den Noten gelb, grün und blau die Rüstung in lila zu dem dunklen Blau des Sternenumhangs. Und das war ihm alles nicht genug, deswegen hat er noch einen weiteren Regenbogen erzeugt. Der da drüber ist, den kann ich natürlich nicht werten, denn der ist natürlich nicht aus Neverwinter, aber im Bild selbst sind ja schon in meinen Augen genug Regenbogen zu sehen, für dich vielleicht nicht, und das mit dem Herz und mir, das ist kein, diesen Bestechungsversuch, den lasse ich nicht gelten, das werde ich auch nicht extra, gibt keine extra Punkte, Tito, gibt keine extra Punkte. Damit kommen wir dann zur Verlosung der entsprechenden Keys. Ich habe wieder das Wheel of Names ausgewählt, indem ich schon euren Namen eingetragen habe. Und dann drücke ich hier entsprechend immer drauf und die Namen, die rauskommen, kriegen dann nach und nach die Keys zugeordnet. Ich werde zuerst die 5 Reittier-Keys verlosen. Die 5 Namen, die dann noch übrig bleiben, kriegen entsprechend automatisch einen Begleiter-Key. Und danach werde ich unter jenen von euch, die gesagt haben, dass sie den Gefährten noch nicht haben, das waren 4 von euch, Mr. Vapor, Fironia, Purple, Panic und Phoenix, unter euch 4 werde ich dann am Ende noch den Gefährten Bueno Battlehammer verlosen. Los geht es, ich drücke Spin und das erste Reittier, der erste Regenbogen-Sternenpanther geht an Purple Panic! Glückwunsch für dein Collage und deinen Aufwand mit dem richtigen Moment, dass die Screenshot-Taste drücken ich glaube, es ist das Reittier-Regen, die Schmetterlingsschwarm. Da kriegst du ein Key für das Reittier. Dann der nächste Reittier-Key geht an Fironia!
Glückwunsch! Glückwunsch, Fronia, für deine Bilder oder für dein Bild im Treibeismeer mit der sehr bunten Rüstung. Das nächste Reittier geht an... Phönix! Glückwunsch, Phönix! Ach, du hast ein Bild im Treibeismeer gemacht. Es ist nicht von mir gewollt, dass die beiden Treibeismeer, auch wenn ich das Treibeismeer liebe, das hat nichts. Ich habe da keinen Einfluss drauf auf das Rad. Glückwunsch, Phönix. Reittier Nummer 4 geht an. Oh, das wird knapp. Sebastian! Glückwunsch, Sebastian, für deine zwei Bildersets aus dem Sommerfestgebiet. Und der letzte Reittier-Key geht an... Kirito! Glückwunsch, Kirito, für dieses sehr schöne Bild mit den mehreren Regenbögen in dem Sommerfest-Event und dem Notengesang deines Barden. Das bedeutet, Kim, Lahin, Mörchen, Mr. Vapo und Tito, ihr bekommt automatisch den Key für den Begleiter des Regenbogen-Sternpanthers, der ja im Endeffekt genauso aussieht. Und nun kommen wir noch zur Verlosung des Keys für Breno Battlehammer zwischen Mr. Vapor, Fironia, Purple Panic und Phönixfeuer. Ich habe euch hier schon eingetragen und dann gucken wir mal, das Rad dreht sich. Breno Battlehammer bekommt... Mr. Vapor! Glückwunsch! Glückwunsch, Mr. Vapor! Du kriegst Breno Battlehammer noch zusätzlich. Ich werde jetzt entsprechend über Discord, beziehungsweise die mir das über E-Mail geschrieben haben, euch die Codes zuschicken, dass ihr die entsprechend einlösen könnt. Das macht ihr im Arc Launcher. So sieht der Arc Launcher ja aus. Und da gibt es hier das Feld, wenn ihr im Hauptmenü direkt seid, Code einlösen. Dort gebt ihr dann entsprechend den Produktkey direkt einfach ein, drückt auf Weiter und dann sollte das automatisch eingelöst sein. Ihr könnt dann beim Belohnungsagenten im Protectors Enclave oder im Hauptmenü könnt ihr euch dann euer Reittier, euren Begleiter oder euren Gefährten abholen. Denkt daran, dass die Reittiere und auch die Gefährten nur für einen Charakter funktionieren. Das heißt, überlegt euch genau dann, mit welchem Charakter ihr euch das beim Belohnungsagenten abholt. Ihr könnt die leider nicht auch dann auf andere Charaktere nachträglich noch übertragen oder mit mehreren Charakteren abholen. Außer bei den Gefährten, Breno Battlehammer, der gilt für den kompletten Account. Da kannst du die für jeden Charakter, den du spielen möchtest, nutzen, den Gefährten. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die ganz tollen Bilder, für das Mitmachen. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Regenbogen, der euch jetzt immer begleiten wird, mit als Reittier oder als Begleiter. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.